fühle mich immer gescheit. Weg da. Ja, jetzt musst du mich nicht festsetzen. Irgendwann hab ich das. Ich bin jetzt mal mit dem. So, und es macht wieder Krach. Boom. Ich weiß, dass ich in Monster hier angekommen bin. Da müsst ihr nicht noch so einen extremen Lärm machen. Also bitte. So, hier muss ich hoch. Hallo. Da ist die. Yeah, fast. Ah ja, zum Trainer wollte ich noch, genau. Das geht ja. Ich bin zu fett. Ja, es leckt natürlich wieder schlimm. Was ist denn los? Regnum. Zepp und Zilandi. Was muss ich hier machen? Kaletham. Gehen wir in Birke zum Trainer. So, und hier schneebedeckte, also müssen wir wahrscheinlich nach Birke. Das. Dann die Schwerter ausgenommen. Oh, hier ist ein Vorsprung. Ich verliere 200 Leben.
jemand noch nicht. Was hier noch hier? Nein, niemand hier nimmt wahr. Oder war das ein neuer Spot? Legolas Bobby. Voll der Name. Da ist der Bogner. Wo muss ein Schützentrainer sein? Hallo? Ah, das ist wieder das da oben. Sieht man nicht, dass es in der Luft ist. Ich finde es so langweilig. Man kann nicht richtig steuern hier. Man kommt hier nicht durch. So ein Scheiß. Echt. Helluland ist zu sehen. Helluland ist dorthin. Oh mein Gott, das fehlt. So, Langbogen. Hier können wir nichts machen. Okay. Also wir müssen hier hin. Quests abgeben. Hier oben. Bringt aber nicht viel, der mir keine Belohnungen gibt. Gut, sehr schön. Und hier noch kurz.
Wow, schon fast wieder die Hälfte. Prima. Okay, ja. Damit ist für heute leider Schluss. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und ja, viel Spaß noch mit den anderen Videos. Dankeschön und bye. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Rhythmia. So, wir machen weiter. Wir sind Level 21. Haben einen neuen Bogen, neue Pfeile. Die schauen wir uns an. Ich habe den verbundenen Spezialistenbogen aus weichem Holz. 36 bis 46 Schaden, Treffchance plus 2 und die Pfeile sind verbundene Spezialistenpfeil aus Stahl. 14 bis 19 Schaden, Stichschaden und 3 bis 4 stumpfe Schaden. Und sonst habe ich hier den Schlangenbiss gelevelt, der ist jetzt Stufe 3, glaube ich. Und den ätherischen Pfeil geskillt. Der ist auch Stufe 3. Das kann man wahrscheinlich hier sehen. Sind die... sind beide hier. Kann man auch nicht sehen. Ah doch, hier. Stufe 3 und Stufe 3. Okay, an diesen Punktchen kann man das sehen. Ich sollte eigentlich hier schon lange Pläne von wilden Orks finden, aber ich finde die einfach nicht. Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt und ich habe so extrem Pech. Ja, da müssen wir noch ein paar killen. Wir müssen sowieso noch wilde Orks töten. Von dieser Quest, versteckten. Ja. So, dann haben ein paar angeschrieben, dass es langweilig ist, immer nur Quests und Leveln zeigen. Kann nichts dafür, das Game bestehen als größtes Level. Das Spannende kommt erst und ihr könnt es aber sehr, sehr viel schneller voran, also dass ich es schneller kann, wenn ihr und mich unterstützt. Ihr dürft gerne das Spiel auch spielen, es ist kostenlos, müsst nur bei Valhalla und beim Reich Alsius dabei sein, also drin sein und schon könnt ihr mit mir spielen. Ihr braucht kein Headset, ihr braucht nichts. Nur mich zur Party einladen oder und als Freund da hinzufügen. Mehr braucht ihr wirklich nicht. So, wir schauen hier mal unten. Nix. Und je früher ihr eigentlich mehr, also mit mir dabei seid, desto höhere Chancen habt ihr, eigentlich in die Gilde zu kommen und auch mit mir zusammen zu Let's Playen. Also eben, es ist nicht zwingend ein Headset zu haben, also ihr müsst nicht unbedingt reden, ich kann auch chatten mit euch. Und ja, weil ich kann nicht 200 Leute um mich herum haben, das geht nicht, da sehen wir ja gar nichts mehr von der Schlacht. Also ja. Ich lade ein paar ein und die kommen mit mir. Die anderen müssen halt warten oder einfach hinter mir laufen, damit ich sie nicht immer sehe und bitte dann nicht die Kreaturen vor mir weghauen und die anderen Spieler. Also einfach die Gruppe, die in meiner Party ist, auch die...